dem Skyway ist ein Stau. Wir werden eine Ewigkeit brauchen, um dorthin zu gelangen. Während Michael J. Fox trotz Stau sogar die Grenzen der Zeit durchbricht, kommen heutzutage viele Autofahrer überhaupt nicht von der Stelle. Gerade zur Sommerzeit und noch dazu an einem Pfingstwochenende. Wenn die Blechlawine zu rollen beginnt, bedeutet das Stoßzeit für den Ö3-Verkehrsfunk. Aviso besuchte die Redaktion dieser Serviceeinrichtung, um herauszufinden, wie viel Arbeit hinter dem Düdel-Düdel-Dü steckt. Ö3-Verkehrsfunk in wenigen Sekunden. A1 Westautobahn zwischen Alt-Lenkbach und St. Pölten. Sonst liegen die Wartezeiten um oder unter 30 Minuten. Tirol, wie etwa A12 Inntal-Autobahn bei Pattneu Richtung Westen. Steiermark, die Unfallstelle ist S6 gewollt. Semmering-Schnellstraße im Ortsgebiet St. Marein Richtung Wien. Wegen Bauarbeiten A2 ist die Überholspur Südautobahn gesperrt. Kurz vor Griemenstein Richtung Wien. Die Unfallstelle ist geräumt, der Stau löst sich langsam auf. Mit tausenden Durchsagen im Jahr berichten die Verkehrsfunkredakteure fast rund um die Uhr über das aktuelle Geschehen auf Österreichs Straßen. Ja. Ja. Kreuzung Konstanziagasse, ja. Baustellenbereich, ja. Derzeit Stau in beiden Richtungen. Trotz eines bereits umfassenden Serviceangebots wird das Informationsnetz laufend verdichtet. Neu bei uns im Verkehrsfunk ist die Umweltkomponente. Ganz konkret bei Ozonalarm wird die Ö3-Wetterredaktion in ihren Wetternachrichten darauf hinweisen. Und wir werden vom Verkehrsfunk alles das übernehmen, was den Autofahrer betrifft. Zum Beispiel werden wir sagen, wann überhaupt nicht mehr Auto gefahren werden darf, was wir hoffen, dass nie der Fall sein wird, wann nur der notwendigste Verkehr durchgeführt werden sollte, etc. etc. Neben dem Ozonbericht zählt aber in der Hauptreisezeit vor allem die rasche Warnung vor dem Verkehrsinfarkt. Diese ist vor allem abhängig von der intensiven Zusammenarbeit mit der Exekutive und die Frühalarmierung durch Autofahrer vor Ort mit einem Mobiltelefon. Ich rufe an, wenn es ersichtlich ist, dass irgendwo Stau gibt oder auch auf Gegenfahrbahnen bei Autobahnen oder wenn man merkt, der Stau dauert vielleicht länger als wie nur kurzer Aufenthalt. Aber so im Großen und Ganzen, wenn größere Staus sich anbahnen würden, Unfälle etc., große Baustellen. Ein Wiener, der sehr viel in Wien unterwegs ist, der ruft uns immer an und sagt zum Beispiel, das Bandl steht schon wieder, das ist die Südosttangente, das wissen wir schon. Oder wenn er von den Ledernen spricht, wissen wir, es ist irgendetwas mit der Polizei. Ja, das ist eine gewisse Umgangssprache, die wir auch erst erlernt haben. Ö3-Verkehrsfunk, Tirol, B312 Loferer Bundesstraße bei Going Richtung St. Johann. Vor einer Baustelle etwa 2 Kilometer Stau. Jeder kann mithelfen, solche Situationen zu vermeiden. Denn nützliche Hinweise werden gerne entgegengenommen. Ein Anruf unter der Nummer 0660 69 95 genügt.